グレンさんが注目したのは芥川龍之介作のある阿呆の一生。およそ80年前の昭和初期、芥川が自殺する直前に書いた51章からなる日記帳の作品です。この作品を現代の日本に置き換えてドラマ化しようとしたのです。Akutagawa erzählt darin etwas über sich als Mensch, über das Land Japan, und ich erfahre als Leser etwas über das Wesen, die Essenz des Menschseins. Und das ist der Berührungspunkt, glaube ich, warum die Leser und Hörer in Deutschland sich für Akutagawa auch interessieren, weil dieser Text ein zeitloser Text nach meinem Dafürhalten ist und in den Kanon der Weltliteratur gehört. はい、今回グレンさんはドイツ語と日本語が重なり合い補い合ってドラマを展開させることを試みました。何か用があったのですか。何、ただ乗っていたかったから。翻訳では伝わらない日本語のリズムや響きを取り入れ、リスナーに作品本来の姿を伝えたいと考えたからです。情熱は彼の視野。そのためにグレンさんは芥川の影という役を作り出し、日本人俳優を起用しました。あるアホの一生。演技指導を行ったのは日本語のわからないグレーンさんでした。彼の求める音の響きを実現させるためです。Oder das ist zusammengesetzt in dem, im Japanischen, dass man im Grunde das Leben und dass er noch nach dem Wort kurz sucht, also das Leben eines Narren, dass es diesen Moment gibt, dieses kurze Innehalten, um nach dem Wort Narr zu suchen. Aru aho. Aru aho no issho. Schön. Ich denke, dass ich über die Sprache, über die jede Sprache eines Landes auch sehr viel über die Kultur, über das Leben, die Art und Weise des Lebens einer Nation ausdrückt. Und dass die Sprache, der Klang der Sprache, der Rhythmus, eine Höflichkeit, die in der Sprache drin ist, oder eine bestimmte Härte in der Sprache oder eine bestimmte Eleganz in der Sprache auch sehr viel über die Lebensverhältnisse eines Landes und der Menschen in diesem Land aussagt. Und deswegen ist meine Hoffnung, oder bin ich auch davon überzeugt, dass der deutsche Hörer darüber etwas über die japanische Kultur auch erfährt, über das Leben in Japan. またグレンさんはさまざまな日本ならではの効果音の収録を行いました。古都鎌倉にも出かけ、静けさの中に潜む日本の音も拾い集めていきました。Das ist die Grundidee des Hörspiels, dass man zu diesen 51 biografischen, poetischen Stationen, die Akutagawa notiert, einen akustischen Spiegel baut, in dem über Geräusche, über Klänge etwas über Biografie auch erzählt wird. Also zu diesen kleinen biografischen Momenten, die Akutagawa beschreibt, über rein über Akustik, über Sound, auch etwas über Biografie erzählt wird. Ich habe gesagt, es war eine sehr, sehr gute Arbeit. Ah, ich habe es gemacht. Ah, danke. Das Audio-Drama wurde am 12. März in Deutschland veröffentlicht. In Japan wird am 23. März in NHK-FM-Sendung für die japanischen Listener veröffentlicht.